Und dann habe ich dann gedacht, tu ihm mal den Gefallen. Und als ich dann meine Meinung vorgetragen habe, hat mir ein ehemaliges Juso-Mitglied sehr deutlich gemacht, dass er der Meinung sei, ich hätte keine Ahnung von dem Thema. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt muss es auch in die Politik gehen. Und wenn wir Frauen was erreichen möchten, dann müssen wir politisch aktiv werden.